Ja, schön, dass ihr wieder hier seid. Wir haben ja gerade schon einen Einblick darin bekommen, die Herausforderungen, Lösungsansätze, wie man Geometriefehler finden und beheben kann. Und in diesem Thema wird auch Klaus Mithöfer gleich weitermachen. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die netten Worte. Schönen guten Abend. Schön, dass Sie noch alle da sind um diese Zeit. Ja, mein Vortrag, der knüpft an den Vortrag von dem Marco Hugentobler, der keinen Einblick, sondern eigentlich den Tiefblick gegeben hat, nämlich den Tiefblick, der mir zu Beginn eigentlich gefehlt hat, nämlich ein bisschen zu versuchen, hinter die Kulissen zu schauen, nämlich was es mit der Geometrieprüfung eigentlich auf sich hat. Ne, ich würde gleich ganz kurz mal auf die Problematik quasi aus der Praxis, ne, aus dem QGIS-Anwender heraus, mal drauf eingehen, dann ein bisschen so die Anforderungen, so ein paar Folien wiederholen sicherlich, so ein paar Inhalte, aber vielleicht hat es das Publikum ein bisschen gewechselt, möchte da mal eigentlich verschiedenste Plugins vorstellen, also noch zwei Plugins noch dazu nehmen, die der Marco schon vorgestellt hat. Und ich habe dann einfach mal überlegt, okay, ich mache mal einfach ein paar vergleichende Tests und guck mal, was kommt da eigentlich bei raus. Und habe das dann zum Anlass genommen, eigentlich auch den Marco dann anzufunken, zu sagen, sag mal, wie funktioniert das denn eigentlich im Hintergrund? Denn das hat sich mir als Nicht-Programmierer natürlich schlecht erschlossen. Habe versucht, da ein bisschen einzusteigen, in der API so ein bisschen gewühlt, mal guckt, was finde ich denn hier, und bin auch ein bisschen fündig geworden. Aber das stellt natürlich auch die Problematik dar, dass ich ein Werkzeug benutze und frage mich manchmal, okay, was läuft denn im Hintergrund eigentlich so ab? Ne, und habe dafür für mich oder für uns so ein bisschen Schlussfolgerungen gezogen. Ne? Also Grundsatz erstmal, QGIS verarbeitet Geodaten im OGC Simple Feature Modell. Also wenn wir mit Shape-Dateien arbeiten oder in der Datenbank arbeiten, ist das eigentlich unser Datenansatz. QGIS selbst unterstützt kein topologisches Datenmodell, ne? Obwohl wir über GRASS eben Zugang dazu eben auch haben. Das möchte ich am Ende eben auch vorstellen, welche Möglichkeiten GRASSGIS eigentlich bietet, was ja nun gut an QGIS angebunden ist. Was ist eigentlich das Problem? Also das Problem, was wir eigentlich haben, ist, wir müssen eigentlich ein konsistentes Datenmodell haben. Also wir haben kein topologisches Datenmodell, gleichwohl wollen wir unsere Simple Feature so modellieren, dass sie topologisch sauber sind. Ne? Also sprich, in diesem Beispiel, ich habe einzelne Fluren, die Fluren bilden eine Gemarkung und wenn ich jetzt einfach selektiere mir die Fluren in der Gemarkung, ist die Grundvoraussetzung natürlich, dass die gemeinsamen Außengrenzen übereinstimmen, ansonsten hätte ich kein korrektes Ergebnis. Ne? Das funktioniert ansonsten nicht. Ne? Das heißt hier auch über mehrere Ebenen, ne? Aber wenn wir mal anfangen, dann ist eigentlich das, was der Marco eben in den Folien auch erläutert hat. Es geht erstmal darum, sind denn unsere Geometrien nach OGC Simple Feature eigentlich einfach? Also entsprechen sie dem Standard? Sind sie einfach und sind sie gültig, was die Polygone in erster Linie anbelangt? Und ich glaube, wenn das Problem gelöst ist, dann können wir einen Schritt weitergehen und sagen, ja, habe ich jetzt hier an diesem Beispiel, ne, beispielsweise gibt es Lücken im Datensatz, gibt es Überlappungen, ne? Habe ich, wenn ich jetzt mal von den Polygonen weg, man schaut immer schnell auf die Polygonen, aber jetzt einen Liniendatensatz, sind die Linien eigentlich geschlossen? Gibt es Überstände, sogenannte Dangles und so weiter? Wo liegen da eigentlich dann die Probleme? Ne? Problem taucht eben dann auf, ne, wenn ich jetzt einen Algorithmus habe, lasse ein Werkzeug durchlaufen, ich möchte ganz einfach das Intersect machen, es scheitert, ne, weil ich hier die Meldung bekomme, Geos-Verarbeitungsfehler. Ne, ein oder mehrere Objekte, ne, haben ungültige Geometrien. Okay, ne, dann muss ich eben an die Prüfung ran, muss erstmal den Datensatz überprüfen, schauen, wo sind denn eigentlich die Fehler. Ne? Genauso eben hier rechts, ne, das hatte ich eben schon gesagt, ne, bei der räumlichen Analyse, auch da, ne, basiert natürlich die Analyse in der Regel darauf, dass sich entsprechend die Daten in einem sauberen Modell vorliegen, sodass sich auch entsprechend Ergebnisse, wie bei der Suche von Flächen, innerhalb von Flächen auch ein korrektes Ergebnis eben erlange. Diese beiden Folien jetzt, da ist der Marco eben schon detaillierter drauf eingegangen. Wie gesagt, es geht einmal darum, sind Geometrien einfach? Ne? Grün umrandet, ja, die sind einfach. Eine einfache Linie, ne? Oder eine Linie, die zum Ausgangspunkt wieder zurückgeht. Rechts habe ich hier Überschneidungen. Ne? Das sind dann eben nach OGC keine einfachen Geometrien. Ne? Oder bei Multipoints beispielsweise darf nicht ein doppelter Punkt vorkommen, dann ist es auch keine einfache Geometrie. Ne? Ich habe die meisten Sachen wie hier von der PostGIS-Seite, das ist auch, finde ich, da eben auch gerade ziemlich gut dokumentiert. Ne, da finden sich auch schöne Beispiele, visuelle Beispiele, wo man nachschauen kann, wann ist ein Multilinien-Layer eigentlich simpel und wann ist er nicht simpel. Hier die Polygone, ne, die
der Definition, wenn sie geschlossen sind, erstmal simpel sind. Ne, wann sind sie valide? Auch hier, das hatte Marco eben schon gesagt, ne, links ist durchaus möglich, dass der innere Ring den äußeren Ring in einem Punkt berührt, aber rechts, wie wir das da in dem Beispiel sehen, das sind eben keine validen Geometrien. Häufig resultieren die eben aus vielen Verschneidungsalgorithmen. Ne, ich lasse viele Werkzeuge durchlaufen und am Ende kommen eben, wenn ich Pech habe, eben solche Geometrien dann eben dabei raus. Mein Ansatzpunkt war jetzt erstmal, okay, ich wusste, QGIS verwendet GEOS. Ne, erstmal die Frage, was ist eigentlich GEOS, was kann eigentlich GEOS? Ne? Weil das an vielen Orten, wie eben beispielsweise ne, bei der Geometrieprüfung immer wieder auftaucht. Das war also mein erster Ansatzpunkt. Ne? Die Geometry Engine basiert auf der JTS, der Java Topology Suite. Ist also ein etwas älteres Instrument eigentlich schon, da hat sich lange bewährt. Und wenn man mal den Blog der Entwickler so ein bisschen durchliest, ne, dann kommt man raus, ne, die haben dann irgendwann gesagt, okay, PostGIS als Datenbank ne, ist super, ne, und da könnte man diese Sachen wunderbar einbringen. Also hat man einen C++-Port gebaut, sodass wir diese Funktionen in PostGIS eben nutzen können. Ne. Und jeder, der in Datenbanken arbeitet, der wird vielleicht dann ST is valid oder ST is simple absetzen, um hier seine Daten zu überprüfen. Ne. Das war eigentlich der Punkt, woher ich eben auch GEOS eigentlich kannte. Ne, und beispielsweise in QGIS in 2018, da bin ich dann in die API mal rein, habe ich gefunden, okay, es gibt ein GEOS is valid und wenn ich mich nicht täusche, gibt es ab 3.0 jetzt auch ein is simple. Aber da müsste ich vielleicht den Marco gleich nochmal, vielleicht kann der was zu sagen, aber ich meine, ich habe es zumindest in der API gefunden, vielleicht kommt diese Funktionalität dann da auch mit hinzu. Ich bin dann eben noch weitergegangen und habe gedacht, okay, dann habe ich den QGIS Geometry Validator gefunden, auch den hatte Marco eben schon vorgestellt, die Klassenreferenz, ne, und habe dann hier dann auch endlich ein bisschen das gefunden, wonach ich eigentlich gesucht hatte, nämlich so ein bisschen die Details. Was wird denn eigentlich abgeprüft? Weil ich in meinem Test festgestellt habe, ich komme zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und das ist eigentlich genau da, ne, wo ich dem Marco dankbar bin, ne, dass da dann sozusagen diese Beziehung hergestellt werden konnte. Da brauchte ich als Anwender eigentlich mal einen Programmierer, der mir sagt, okay, das passiert da in dem Hintergrund, ne, und das sind dann eigentlich die richtigen Bibliotheken. Die API ist riesengroß und das ist schon für Nicht-Programmierer ziemlich schwierig, sich da so durchzuschauen. So, was habe ich gemacht? Ich habe dann gesagt, okay, welche Plugins gibt es eigentlich? Ne? Wir haben einmal, das kommt noch aus den F-Tools vielleicht schon ziemlich lange dabei, Gültigkeit prüfen. War früher ein einfaches Werkzeug, das ist auch ergänzt worden. Da haben wir mittlerweile auch einen Layer, der erzeugt wird, der mir die Fehler anzeigt. Ne? Das basiert genau wie beim Digitalisieren, wahlweise auf GEOS oder auf QGIS. Das hatte der Markus schon erläutert. Unterschiedliche Pfade, die man wählen kann, ne? Wo man als Nutzer natürlich aber auch erstmal sich fragt, ja, was nehme ich denn? Was ist denn jetzt eigentlich das richtige Werkzeug der Wahl? Also was ist jetzt eigentlich, wenn ich jetzt digitalisiere, welches nehme ich denn jetzt? Ne? Dann Geometrien prüfen, ne? Findet sich auch unter Vektorwerkzeuge, Geometriewerkzeuge. Da hatte der Markus schon vorgestellt, das ist eigentlich ein neueres Werkzeug. Was hier steht noch QGIS und GEOS, ne, ist aber anders umgesetzt, ne, wie ich jetzt auch gelernt habe von den Werkzeugen her, wo ich eben auch Geometrien damit korrigieren kann. Dann haben wir die Topologieprüfung, auch das hatte Marco schon vorgestellt und da gibt es noch ein Plugin, das kann man sich hinzuladen, das ist der Geometry Validator, den gibt es eben auch noch. So, dann habe ich schon vier. Wenn ich jetzt in die DB-Verwaltung noch reingehe, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, dass ich neben dem Zugriff auf PostGIS, auf Spatialite oder auf GeoPackage auch Shape-Dateien beispielsweise als virtuelle Layer nehmen kann und setze auch für die ein STS-Valid ab. Das ist auch durchaus möglich und finde auch hier meine Ergebnisse. Ne, das funktioniert eigentlich in 2018 schon sehr gut, 2014 war es noch schwierig, aber mittlerweile ist das auch stabil und das habe ich jetzt auch bei meinen kleinen Tests sozusagen so ein bisschen genommen, auch so ein bisschen als Referenz. Ne, ist auch eine Möglichkeit, an das Thema ranzugehen, Geometrien zu prüfen. Ne, ist schwierig manchmal bei sehr großen Datensätzen, weil es eben virtuelle Layer sind, aber es ist auf jeden Fall, finde ich, immer ein Versuch wert. Und das Letzte ist dann eigentlich noch, ja, GrassGIS. Ne, wir haben das GRASS-Plugin, wir können die Daten in GrassGIS-Datenbank importieren. Prinzipiell können wir auch aus dem Processing-Werkzeuge verwenden, zum Beispiel auch ein Clean, ne, ist auch möglich, aber der sichere Weg ist wirklich die GRASS-Datenbank selber dann eben zu nutzen. Ne, Gültigkeit prüfen, wie gesagt, wie beim Digitalisieren, ich wähle aus zwischen QGIS und GEOS, ne,
was jetzt schon sehr schön, finde ich, ist, dass wir hier eine Anzeige haben von Fehlerpunkten. Also wo befinden sich eigentlich Fehler? Das sind in diesem Fall bei Gebäuden so Self-Intersections. Ich kann mir gleichzeitig auch erstmal als virtueller Layer anzeigen lassen, welche Ergebnisse, welche Polygone jetzt hier sind jetzt eigentlich gültig, welche sind jetzt eigentlich ungültig. Ne? Und habe dann auch hier eine Kontrolle. Ne? Und hier fällt es dann eben auch aus, das ist auch eines der ersten Ergebnisse gewesen für mich selber, ne, dass ich beispielsweise hier die doppelten Knotenpunkte, die ich hier absichtlich gesetzt habe, dass ich die über die Kugis-Methode finde. Das wird über dem Bereich eben mit abgeprüft. Geos sieht das nicht vor, da wird ein mit ST is valid geprüft. Ich habe Intersections, bekomme ich als Fehler auch reibungslos raus, aber den Rest eben nicht. Ne? Und doppelte Punkte beim Digitalisieren kann durchaus nützlich sein, wenn ich die Snap Distances falsch setze, dann setze ich schon mal schnell einen doppelten Punkt. Also von daher, ne, wäre hier ganz spontan meine Empfehlung, eben QGIS hier eben zu verwenden. Also ist ein schönes Werkzeug. Ich weiß, wo der Fehler ist, ne, hier in diesem Fall, ne, und kann, aber jetzt müsste dann eben auch mit dem Editieren händisch daran gehen. Die Topologieprüfung ist eigentlich immer eins meiner Favoriten eigentlich gewesen, oder ist eigentlich immer noch. Ne, hier haben wir reine Geos-Funktionalität, aber das Schöne ist, ich kann mit zwei Layern arbeiten. Ne, ich habe vielleicht aus dem Basis-DLM verschiedene Layer und möchte erstmal wissen, ergänzen die sich oder gibt es hier Überlappung, ne, was durchaus sein kann. Das kann man hier sehr schön mitmachen. Was hier fehlt, ist natürlich, wenn ich jetzt wie hier so ein Gebäudelayer habe und ich suche nach Lücken, ist natürlich jede Gebäudelücke ist eine Lücke. Ich suche aber nur die kleinen Lücken, die dazwischen sind, die Fehler, die suche ich. Und die finde ich damit nicht. Also ich finde sie schon, aber ich kann sie aus dem Wust der Daten dann nicht rausfiltern, indem ich sage, zeig mir nur alle Lücken kleiner als 2-3 Quadratmeter oder 10 Quadratmeter. Ne? Das hat jetzt das neue Plugin eben drin, aber im Prinzip erstmal eine Herangehensweise hier, ne, ungültige Geometrien, auch hier ist ein is-valid, ne, zu überprüfen bei Polygonen, ne, die Einstellung immer zu ändern und schrittweise hier vorzugehen, aber eben auch die Korrektur, ne, müsste ich dann durchs Editieren machen und immer wieder prüfen. Geometrie prüfen, das hatte Marco eben auch vorgestellt, hier finde ich wirklich super, ich kann schrittweise vorgehen, ich kann vielleicht erst mal eine Self-Intersection suchen, mal Polygon, gehe dann einen Schritt weiter, suche nach Überlappungen, ne, und kann hier dann auch eingeben, ne, bei Überlappungen oder bei Lücken eben auch Größen eingeben. Ich suche also beispielsweise Lücken, die kleiner sind als 10 Quadratmeter, um wirklich nur auf diese Bereiche zu fokussieren, ne, und kann so schrittweise vorgehen und ich finde, das klappt auch sehr gut. Ich hatte jetzt Schwierigkeiten bei den Lücken, aber das, ne, ist dann eben auch so ein Ergebnis, dass unter 2.18, weiß ich, 16, mit dem ich jetzt hier gearbeitet habe, manche Funktionen jetzt auch noch nicht so perfekt funktionieren. Das ist eben auch ein Werkzeug, was wächst und was jetzt, wie ich gehört habe, eben auch in 3.0 eigentlich schon noch besser geworden ist, was sich eben weiterentwickelt. Ne, Geometrie prüfen, ne, hier nochmal als Beispiel, ne, dass wir eben hinterhin auch eine sehr schöne Ergebnisvisualisierung haben. Ich finde, das ist auch erstmal ein Muss, dass ich weiß, wo sind hier die Fehler. Ich kann schauen, möchte ich jetzt auf den Fehlerpunkt navigieren oder möchte ich jetzt auf das Polygon navigieren und kann dann hier in den Voreinstellungen setzen, was soll jetzt bereinigt werden, nur für den einen oder habe ich eine generelle Einstellung und möchte jetzt über alle durcharbeiten, ne, kann das jetzt hier noch anpassen. Ne, eben eine Pause kam noch eine Anregung vielleicht noch mit reinzubringen, wenn ich jetzt hier mir einen neuen Layer anlege, ne, warum nicht auch sozusagen reinschreiben in irgendein Feld, dass das ist an den Polygonen geändert worden, was ich auch einen guten Vorschlag halte, finde, weil man natürlich letztendlich wissen muss, was ist denn geändert worden. Ne, weil wenn ich jetzt, wie hier, das waren glaube ich 500 Gebäude, automatisiert das korrigieren lasse, ist das eigentlich ein anderer Layer. Ne, und damit verändern sich Flächengrößen, Beziehungen und so weiter. Ne, das macht man natürlich jetzt auch eigentlich nicht einfach so. Der Geometry Checker, wie gesagt, das ist ein Plugin, was man noch installieren kann. Das ist keines der Kern-Plugins. Auch hier war für mich erstmal die Frage, ne, wonach funktioniert das eigentlich? Ne? Das funktioniert eigentlich im Prinzip eigentlich auch nach Geos. Ich konnte damit diese Self-Intersections, also Fehler in Polygonen, also Polygonen, die nicht valid sind, konnte ich damit eben finden. Alles andere aber eben auch leider nicht. Das Ergebnis ist dann auch so ein Punktlayer, ne, mit der Angabe Self-Intersection genau an dieser der Koordinate. Das funktioniert auch sehr gut, ne, aber wie gesagt, hier konnte man in den Python-Code dann reingehen und mal schauen, was läuft hier eigentlich. Hat man festgestellt, aha, im Hintergrund greift jetzt auf eine andere Python-Bibliothek, die Shapely heißt, zu, die wiederum
GEOS einsetzt, als Bibliothek, um damit zu arbeiten. Ne? Auch hier, klar, ein Plugin, was ich nutzen kann, aber eigentlich muss man so ein bisschen wissen, was wird eigentlich wirklich im Detail gemacht. Ne? Also geht es jetzt wirklich um valide Geometrien oder diese sogenannten einfachen Geometrien. Das finde ich persönlich, muss ich sagen, eigentlich schon wichtig, dass man das so ein bisschen unter Kontrolle behält, was man so macht. Ne? Hier alternativ, ne, die Möglichkeit über die DB-Verwaltung reingehen. Wir haben alle Layer, die wir laden als virtuelle Layer. Die werden quasi wie ein Layer in einer Spatialite-Datenbank behandelt. Und somit kann ich auch ein STIsValid, STIsSimple oder Beispiel STGeometryType absetzen. Ne, ich habe für den Test hinterher noch einen Datensatz aus Italien genommen, ne, wo ich dann darüber erstmal festgestellt habe, das ist ein Datensatz aus Polygonen und Multipolygonen. Das wusste ich auch nicht. Ist ja auch ein Kriterium, was man prüfen kann. Ne, ob ein Datensatz überhaupt einen einheitlichen Geometrietyp hat. Das, finde ich, läuft mittlerweile auch sehr, sehr stabil. Im Workshop heute haben wir 2018 eingesetzt, da geht das gut. 2014 war noch schwierig, aber das finde ich eigentlich auch eine sehr schöne Möglichkeit, sich über die DB-Verwaltung dort mit den GEOS-Tools sozusagen daran zu arbeiten. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe gedacht, mal ein paar kleine Tests, um mal zu gucken, was passiert. Wie gesagt, auf QGIS 2.18.16 auf Ubuntu habe ich gearbeitet. Die Daten sind alle Shape-Dateien, Shape-Files. Ich habe einen Datensatz genommen, das ist ein Multipunkt, das ist auch nur ein Satz. Das sind quasi eigentlich 8 Bäume, ne? In Wirklichkeit, also digitalisiert, aber 9. Also das ist eigentlich ein Punkt zu viel, der ist also nach Definition nicht einfach. Dann habe ich ein paar Wege genommen, die eben diese typischen Selbstüberschneidungen haben, ne? Und habe damit gearbeitet, auch dort sind doppelte Knoten drin. Und dann habe ich Gebäude genommen, Polygone, die einmal 5 Self-Intersections haben, dann 2 oder 3, glaube ich, doppelte Knoten, sowie Lücken und Überlappungen. Ne? Das sind selbst kreierte Fehler. Ich habe gedacht, okay, ich brauche noch irgendwie einen anderen Datensatz. Und dann habe ich auf der Seite von Spatialite, Gaia, GIS-IT, einen Datensatz gefunden, den die mal genommen haben als Demo-Datensatz. Ui. Und da sind 10 Self-Intersections drin. Und ich habe gedacht, okay, den nehmen wir mal mit dazu, schauen mal, was damit passiert. So, und das ist dabei rausgekommen. Links in der Spalte sieht man die ganzen Werkzeuge. Ne? Gültigkeit prüfen, Topologieprüfung, Geometrie prüfen und so weiter. Die Multipunkte habe ich dann mit keinem Werkzeug gefunden, den Fehler. Also das ist simple, nicht gefunden. In der Daten mit der DB-Verwaltung ja. Bei den Linien sieht man, das Ergebnis ist ein bisschen unterschiedlich. Ne? Also ich habe in der DB-Verwaltung, finde ich, diese 3 Self, SU, selbst, achso, das muss eigentlich SI heißen, Self-Intersections, also Selbstüberschneidungen. Ne, mit der Geometrie prüfen wiederum, da finde ich über die Werkzeuge auch den doppelten Knoten. Ne, gehe ich mit Gültigkeit prüfen, finde ich über GEOS bei den Linien gar nichts, ist auch nicht implementiert, ist klar. Die QGIS-Methode liefert mir ein Ergebnis von 3. Ne, und man sich fragt, okay, wieso das eine? Weil die ja zumindest 2 von denen auch wirklich exakt gleich sind. Bei den Polygonen, nicht verwunderlich, 5 Self-Intersections finde ich mit allen Werkzeugen, das finden alle. Teilweise finde ich mit Geometrie prüfen und mit Gültigkeit prüfen eben auch noch die doppelten Knoten, die da drin versteckt sind. Auch das liegt dann eben an den anderen Algorithmen. Ne, also doch ein etwas uneinheitliches Bild, ne, was sich da so ergibt. Bei dem Datensatz aus Italien war es jetzt endlich so, 10 Self-Intersections waren quasi zu finden. Das hat in der DB-Verwaltung geklappt. Der Geometry Validator auch, der läuft auch einfach GEOS, STIsValid, Geometrie prüfen. Da habe ich den interessanterweise nicht gefunden. Der ist dabei auch sehr langsam geworden und ist ein bisschen, ne, in die Knie gegangen. Ne, da wäre dann zu hinterfragen, warum das jetzt an der Stelle so ist oder ob man erst auf Polygone, Multipolygone hätte prüfen müssen. Ne, in der Topologieprüfung hat das auch gefunden. Ja, und dieses Gültigkeit prüfen, keine Ergebnisse bei GEOS, wundere ich mich. Ist ja eigentlich im Prinzip das gleiche wie der Geometry Validator. Die QGIS-Methode liefert ein paar Beispiele. Ne, bei den Überschneidungen und Überlappungen hatte ich bei Geometrie prüfen Defizite bei den Lücken. Also die Lücken konnte ich nicht so identifizieren. Überlappung war eben alles total okay. So, was ist jetzt eine Alternative? GRASGIS. Ne, GRASGIS ist eigentlich ja bekannt als RasterGIS. Ne, also damit habe ich das eigentlich auch immer in Verbindung gebracht. Aber es hat auch ein sehr starkes topologisches Datenmodell, was, wer früher vielleicht mal mit ArcInfo gearbeitet hat, so ein bisschen an die ArcInfo-Datenbank erinnert. Ne? Wir haben also Basisgeometrien, Punkte, Linien,
und Grenzen, Boundaries, und haben dann Zentroide, die daraus eigentlich erst eine Area machen. Ne? Und das Konzept ist eben, dass eben immer wieder dieser topologische korrekte Aufbau der Daten überprüft wird, ne? Und ich dadurch eben auch eine Datenkontrolle habe. So sieht das aus, wenn man sich das in GrassGIS anguckt. Ne? Also ich sehe hier die Polygone, das sind einzelne Häuser. Ich habe den Zentroid in der Mitte, ne? Außenrum eine grüne Linie, die signalisiert, das ist also korrekt. Ne? Und in Orange die Grenze zwischen Einzelnen. Ne? Vorteil ist vielleicht, oder was möglich ist, ist, dass bei der Datenintegration, wenn ich in die Datenbank integriere, ja, und die als QGIS, über das QGIS-Plugin in der Datenbank erstelle, importiere die rein, dann wird sozusagen beim Import erstmal über das Clean die topologische Korrektheit der Daten erstmal überprüft. Ne? Das heißt, ich bekomme als Ergebnis erstmal noch, wenn leere Flächen Geometrien sind, ein extra Layer mit den leeren Geometrien und in Kategorie 2 ein extra Layer mit den Flächengeometrien, die sich eben überschneiden. Ich kann das noch anpassen beim Import, dass ich beispielsweise gleich eine Snap Distance nehme und sage, okay, ich weiß, da sind einzelne Punkte drin, die liegen sehr dicht beieinander, nehme eine Snap Distance, sodass diese beispielsweise für Self-Intersections ist das ganz praktisch anzuwenden, dass die in dem Schritt schon bereinigt werden. Wir kommen da Stopp hier und hören ansonsten auf. Okay, ich handle mal noch 2 Minuten raus. Okay, wir können jetzt abstimmen. Nein. Also, wir sehen auf der linken Seite einmal erstmal ein Protokoll. Also das finde ich einmal schon mal erstmal gut. Wenn ich Daten importiere, ich bekomme ein Protokoll, da steht genau drin, wie viele Flächen, wie viele Knoten, wie viele Inseln und so weiter. Und am Schluss steht dann, some polygons are overlapping each other. Und ich bekomme dann auch noch einen Hinweis, versuch doch mal mit der Snap Distance zu arbeiten. Also ich habe eigentlich erstmal eine Kontrolle. Wie wird es importiert, wie ist es drin? Auf der rechten Seite sieht man jetzt oben, das ist quasi so ein kleiner Ausschnitt aus dem Browser, ne? Das ist jetzt mein Datensatz und da sehe ich, das ist jetzt nicht ein einheitliches Symbol, sondern es sind 3 Layer. 1 ist quasi der Datensatz, den ich importiert habe. Kategorie 0 sind die Lücken, 2 sind die überlappenden. Und die kann ich mir in QGIS laden und kann das erstmal schon mal kontrollieren und kann erst schon mal schauen, ne, was ist jetzt eigentlich passiert, wo sind jetzt eigentlich die Fehler. Ne, auch hier ist natürlich eine Gebäudelücke, ein fehlendes Gebäude, oder ein Leerraum ist auch eine Lücke. Ne? Und kann dann überlegen, wie gehe ich jetzt weiter vor. Eine Möglichkeit ist, wie gesagt, schon gleich beim Import mit dem Clean anzusetzen und beispielsweise mit einer Snap Distance zu arbeiten. Ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist eben mit so einem Clean zu bearbeiten, dass ich im Nachhinein eigentlich sage, okay, ich möchte beispielsweise diese Knoten entfernen, ich möchte die Topologien vereinfachen, ich möchte kleine Flächen nach einem Schwellenwert entfernen oder, um mal auf die Linien zu schauen, ich möchte erstmal sicherstellen, dass überlappende Linien eigentlich einen Breakpoint haben. Das heißt, es wird ein Punkt gesetzt an Linien, die sich überschneiden. Ich möchte dann einen Schritt weitergehen und sagen, okay, entferne mir überstehende Linien, sogenannte Dangles. Oder verlängere Linien und lasse die auf eine andere Linie fangen, sodass ich erstmal einen geschlossenen Zug habe. Ne, ein Problem, was man häufig hat, ne, wenn man Daten aus CRD hat, ne, wo Fangtoleranzen vielleicht auch keine Rolle spielen. Und das ist nur ein Ausschnitt der Möglichkeiten, die ich habe, jetzt erstmal auch automatisiert zu bereinigen, ohne jetzt Schritt für Schritt vorzugehen, wenn das möglich ist. Ne? Andere Möglichkeit, ne, wie .edit, also Vektor sind alles die Vektorwerkzeuge. Ich kann natürlich, wer editieren will, dann macht es besser in GrassGIS. Man kann das in QGIS probieren, aber es ist schwierig mit dem Plugin, es funktioniert nicht hundertprozentig. Aber ich kann auch hier alle möglichen Befehle auch menügesteuert in der Datenbank absetzen und dort gezielt Punkte entfernen, gezielt Punkte setzen, beispielsweise das Füllen leerer Flächen. Ne, da kann ich sagen, fülle mir bitte alle Flächen mit einem Zentroid, das sind alle Flächen, oder fülle mir alle mit einem Zentroid, die größer sind als so und so viel Meter und alle anderen bitte rauslöschen, sind keine Flächen. Ich habe also viele Werkzeuge, ne, mit denen ich arbeiten kann, ne, um sozusagen Daten aufzubereiten. Das erfordert sicherlich so ein bisschen Einarbeitung, um da reinzugehen, aber finde ich, in vielen Bereichen ist das, zeichnet sich dadurch eben dieses topologische Datenmodell, bringt eben gewisse Vorteile mit sich, die man nicht so ignorieren kann. So, mein Fazit jetzt, ne, wenn man jetzt sich die Werkzeuge anschaut, ne, wir sehen, ne, Gültigkeit, Prüfung ist simpel,
Ne, bei manchen Werkzeugen klappt das durch, das ist valid, ist eigentlich valide, zumindest bei den relativ banalen Beispielen, die ich verwendet habe. Bei den Werkzeugen eigentlich kein Problem. Ne, bei den Korrekturen muss man sagen, Geometrie prüfen, damit kann ich korrigieren. Ne, in der DB, über die DB-Verwaltung kann ich es im Prinzip auch machen, ne, könnte ich auch dran gehen. Ne. GrassKiss muss man eben ein bisschen außen vor nehmen, das ist eben ein anderes Datenmodell. Ne. Da muss ich mich nicht an Simple Feature halten, ne, und kann hier anders arbeiten. Aber man sieht, das ist alles so ein bisschen heterogen, was finde ich wo, mit welchem Werkzeug arbeite ich eigentlich. Ne. Das heißt, für mich Schlussfolgerung, ne, erstmal ist Simple, da gehe ich in die DB-Verwaltung. Ne? Da finde ich also sicher sozusagen die Geometrie, die nicht einfach sind. Ne? Das wäre für mich eigentlich das Werkzeug, wo ich das machen würde. Valide Geometrien, Polygone finden, wäre jetzt nach dem kurzen Test sozusagen der Geometry Validator, einfach, weil er einfach ein Is-Valid absetzt und weil er sehr schnell ist. Ne? Das könnte man erstmal als einen Test machen. Überlappungen, Lücken, ne? Ich finde nach wie vor die Topologieprüfung sehr gut, aber man muss sagen, das Geometrie prüfen, also das Werkzeug, wo ich auch korrigieren hinterher, ist natürlich echt ein Schritt in die richtige Richtung, ne, weil ich hier auch mit Toleranzen arbeiten kann, mit Größen arbeiten kann und auch viel mehr Möglichkeiten habe, Schritt für Schritt zu prüfen und gezielt Fehler bereinigen, mich an die nächste Baustelle quasi ranwagen und so weiter. Wir selber im Büro haben jetzt bei so einem größeren Digitalisierprojekt ganz gezielt GrassKiss eingesetzt. Das war eigentlich ein Projekt, wo digitalisiert worden ist in der Datenbank. Mehrere Leute arbeiten synchron quasi da drauf. Ergänzen Flächen, passen Linien an und so weiter. Da kommen natürlich Lücken, Überlappungen und so weiter zustande. Wir haben einfach temporär immer einen Schritt gemacht, die Daten in die GrassKiss-Datenbank importiert, automatisiert bereinigt und wieder zurückgespielt in die Datenbank und dort dann weitergearbeitet. Ne? Also man kann mit GrassKiss sehr viel machen und mein Tipp ist eben auch, sich durchaus die Oberfläche anzugucken. Das ist nicht mehr so kryptisch, wie es früher mal war. Ich finde, das ähnelt sich auch sehr stark QGIS. Das ist eigentlich nicht mehr so der große Sprung, sodass man auch das GRASS-Plugin streckenweise auch, finde ich, auch eigentlich übergehen kann und geht direkt in die Datenbank rein. Also ich kann nur anregen, sich das anzugucken, mit GrassKiss zu arbeiten. Also ich finde es jedenfalls super. Damit bedanke ich mich für die Überziehung und wünsche noch einen schönen Abend. Und wer noch Fragen hat, Fragen. Ja. Herzlichen Dank für diesen interessanten und anschaulichen Vortrag. Da hört man doch gerne auch ein bisschen länger zu. Sind denn trotzdem noch Fragen offen geblieben? Nee, wir brauchen es auf Mikro, damit das die anderen auch hören. Ich habe das V-Clean-Werkzeug häufiger über die Toolbox direkt benutzt. Mhm. Und habe mir halt ein Modeler, also verschiedene Werkzeuge ineinander geschaltet, sodass ich das Gefühl hatte, dass das vernünftig hat. Was hast du da für eine Erfahrung für? Ist das vernünftig oder spricht da irgendwas gegen? Wenn es durchläuft, ist es vernünftig. Ja. Da kann man das natürlich machen. Das Problem ist ja immer, man muss ja wissen, der ist im Hintergrund. Also was der schreibt ja Shapes, wenn man mehrere Stufen macht. Das, ne, das ist so ein bisschen, glaube ich. Ja, ja, aber die Daten werden erstmal in eine GRASS-Datenbank, sozusagen, es wird virtuell eine GRASS-Datenbank aufgebaut, da laufen die Prozesse durch, das Ergebnis kommt wieder raus. Und es gibt eben Werkzeuge, bei denen funktioniert das nicht. Da merkt man auch, das Werkzeug stürzt ab. Aber ich habe selber, es gibt auch auf YouTube Videos, wo das genauso gemacht wird, ja, wie du das sagst. Ne? Und wenn das funktioniert, klar, dann kann man das machen. Da kann ich auch mehrere Prozesse auch hintereinander. Ich kann zum Beispiel Linien erst einen Break absetzen und dann meinetwegen Dangles bereiten. Genau, so habe ich das alles machen. Praktisch als Modeler-Tool, genau, dass man nicht das, genau, alles einzeln aufrufen muss. Was ich anschaulich finde, ist eben diese Fehlerkontrolle. Dass ich es mir reinlade in QGIS und ich sehe gleich, aha, hier sind Fehler drin. Und wenn ich es korrigiere, verschwinde ich in der GrassKiss-Datenbank und ich habe irgendwann meinen korrekten Layer. Aber wie gesagt, das mit dem Processing-Plugin, da spricht nichts dagegen. Man muss es eben ausprobieren immer. Und wenn es nicht geht, will ich es in GRASS reinladen, direkt selbst. Alles klar, danke. Sonst noch Fragen, Anmerkungen? Nur ein Tipp, Shapely hat noch kein Fixed Precision Model, das heißt Dinge, die auf Shapely aufbauen, es gibt immer noch Floating Point und da kann es passieren, dass eben Geometrien beim Einlesen ein bisschen anders werden, als sie ursprünglich waren. Natural Earth zum Beispiel hat da gewisse Probleme, dass Dinge nicht mehr topologisch heil sind, also da muss man ein bisschen aufpassen, leider. Okay, danke für den Tipp.
Danke. Noch als Anmerkung, QGIS 3 hat mittlerweile ein Werkzeug, um Geometrien automatisch zu reparieren. Also Make Valid oder so heißt das im Englischen, Geometrien reparieren im Deutschen direkt in der Toolbox verfügbar. Einfach mal probieren, würde ich sagen. Und das topologische Editieren in QGIS 3 ist auch nochmal deutlich besser geworden als in 2. Also wenn man nicht möchte, dass man das in GrassGIS macht, dann kann man das auch weiterhin in QGIS machen. Das funktioniert eigentlich mittlerweile ganz gut. Nur noch als Anmerkung, sonst nichts weiter. Super Vortrag. Super. Gut, vielen Dank. Dann schön, dass ihr alle hier wart. Damit ist dieser Sitzungsblock auch beendet. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Macht's gut.